Hallo Jörn, hallo Caro. Hallo Carsten. Moin Carsten, moin Caro und hallo Fernsehgemeinde von 4x4 Passion. Jörn, würdest du dich noch mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ja, ich fange mal nicht an mit dem, ich heiße Erwin Lindemann, sondern bleib mal bei dem, was wir hatten. Ich heiße Jörn Bliese, ich bin der Hummerfahrer, der auf dem Kanal ab und zu mal aufgetaucht ist. War mit Carsten 2017 in der Mongolei, daher kenne ich die ganze Truppe hier. Und lebe in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, in Kiel. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Habe ich gedacht. Hätte ich dir bald die falschen Fragen gestellt. Die Ich sich. kann ja mal anfangen. Ja, Ich fange mal an. fangen Sie mal. Caro, schieß los. Genau. Diesel oder Benzin? Naja, es kommt davon, für welches Auto. Also sagen wir mal so, für die lange Tour Diesel. Ansonsten brauche ich viel Benzin. Benzin ist, also wenn ich einen Gutschein kriege, Benzin. Ich nehme Benzin. Benzin. Schalter oder Automatik? Automatik. Ich bin doch hier der Berufsbehinderte. Ja. Automatik, anders geht nichts mehr. Und ist, wenn ich, wenn wir mal wirklich im Gelände unterwegs sind, habe ich es lieben gelernt, mit der Hummerette im Automatikgang Berge hoch und runter zu fahren. Spektakulär, wie toll eine Automatik funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Ich habe meine Meinung geändert. Schalter ist abgewählt. Ich fahre nur nach Automatik. Überzeugt jetzt. So, jetzt kommt ein echter Mühlhaus. Hummer oder Kramm? Krabben. Weil das dauert ungefähr eine halbe Stunde, wie beim Krabbenfischer. Wenn ich den versuche zu überreden, den Hummer zu fangen, schüttelt er den Kopf. Krabben geht immer, Hummer ist. Hummer habe ich ja. Jetzt kommt noch einer. Hammer Noch oder eine. Amboss? Amboss fehlt mir noch. Ein schöner Amboss. Also, wenn jemand eine schöne Geschenkidee für mich braucht, schöner alter Amboss. Ja, einpacken und rüberfaxen. Ja, genau. Und sag mal, wie bist du überhaupt zu deinem Hummer gekommen? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich hatte das ja auf eurem Kanal schon mal in diesem Interview erzählt. Ganz im Groben wollte ich wieder Offroad fahren. Ich hatte diesen blödsinnigen Unfall mal, dass meine Knochen nicht mehr funktionieren und habe dann eben halt ein Fahrzeug gesucht, mit dem ich Offroad oder mit dem ich Offroad reisen kann. Da ist es dann eben halt bei dem Auto, also ich bin auch ein Dwergkopf, bei dem Auto gelandet, wo alle mir von abgeraten haben, weil man sowas nicht fahren kann. Das ist halt der Hummer geworden. Ich habe ihn echt lieben gelernt, diesen Wagen. Wohne da gerne drin und ja, es ist der Hummer geworden. Der Hammer. Das Humvee. Was macht er gerade? Ha, das macht er. Wahrscheinlich mit deinem zusammen. Sitzt in der Garage, guckt ein bisschen raus. Der Regen ist kälter geworden, also ist Winter und harrt der Dinge, die da kommen. Hängt an der Ladeerhaltung und wartet auf den nächsten Einsatz. Kannst du den denn empfehlen als Expeditions-Offroad-Reisefahrzeug? Bedingt ja. Also wenn du einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen kannst und dich vorher mit der Materie beschäftigst, eigentlich ja. Uneigentlich, wenn man ungeschickt ist, zwei linke Hände hat und wenn man ein Auto scheiße behandelt, soll man es lassen. Also das ist wirklich ein empfindliches Auto, auch schon aufgrund des Gewichtes. Und ja, sollte man, also wie gesagt, wenn man vorsorglich mit umgeht mit dem Ding, haben wir gesehen, wir haben zwar viel geschraubt, also Kleinigkeiten, aber 25.000 Kilometer im Stück haben geklappt. Also ich würde ihn immer wieder kaufen. Schrauben muss man können. Das muss man dazu sagen, es ist auch der Originalhammer und nicht das, was jetzt teilweise noch auf den Straßen rumfährt, ne? Ja, okay, wir reden vom H1. Wir reden von der zivil gemachten Version vom Humvee. Das ist richtig. Du kommst ja eigentlich vom Motorrad her. Ja. Dann durch den Unfall das leider nicht mehr weiterführen. Was bist du denn immer für Maschinen eigentlich gefahren? Das weiß ich ehrlich gesagt gar Ja, nicht. das ist dasselbe wie mit dem Hummer. Überall gegen anreden. Also wenn man mich so anguckt, haben die meisten Leute gesagt, oh, du fährst bestimmt eine Hartley. Nee, Harley Davidson habe ich nie gefahren, schon weil ich immer gegen anrede, wenn wäre es eine Indian geworden oder sonst was. Ich bin eigentlich alter Kawasaki Z900-Fahrer, Z1100. Das ist so die alte Japaner-Fraktion. Und bin dann irgendwann mal konvertiert zu was normalen, modernen, so ein Plastikmoped mit viel Ried, okay. Und das war dann Triumph Tiger. Und den habe ich auch da schon umgebaut, rübergelegt und Offroad-tauglich gemacht, dass wir da auch Rallyes mitgefahren sind und mit einem 300 Kilo oder 250 Kilo Motorrad in den Karpaten unterwegs waren. Auf Stolle. Also der Hammer, quasi der Hammer für Motorradfahrer. Also vom Übergewicht. Und sag mal, Blues Brothers oder Ghostbusters? Blues Brothers, unbedingt.
Und du hast ja noch andere Autos. Erzähl mal ganz zwei Sätze darüber. Okay, also mit dem Automatikfahren, ich war anfangs ja auch der Schalterfan. Das heißt, diese Beinnummer hatte mich ja irgendwann dazu gezwungen, mir ein Auto zu besorgen. Und ich bin dann irgendwann, also ich musste auch eben halt, weil das alles so kaputt war, ein Auto haben, wo vorne keine Konsole ist, wo nichts ist, wo ich einsteigen kann, Beifahrerseite einsteigen, an der Schnur meine blöden Knochen hinterherziehen und durchrutschen. Und hatte mir eigentlich immer mal ein Opel Diplo ausgesucht oder sowas und bin eigentlich nie an Opels gekommen und stolperte dann irgendwann mal über diese amerikanischen V8. Und mit dem Bluesmobil, das kennt ihr, mit dem Bluesmobil hat es eigentlich angefangen. Damit war auch der Virus gesetzt. Das hat mich total viel Geld gekostet, das Auto. Richtiger Schrott, was ich gekauft hatte, aber man arbeitet sich rein. Und zwar so weit, dass ich noch einen weiteren Dodge dazu gekauft hatte. Und das eben halt als V8 Zeus und dann irgendwann mal den Hammer als V8 Abrundung. Aus dem Amerikanischen. Naja, und die Butter- und Brotautos zu Hause ist so was wie BMW, was man eben halt fährt. Und eine kleine Spinnerkiste von Mercedes. Das ist der mit den Flügeltüren, Das gell? ist der mit den Flügeltüren, ja. Da war ich ja so neidisch, als ich die Fotos gesehen habe. Den würde ich ja richtig gern mal fahren. Ja, das ist herzlich eingeladen. Carsten weiß den Weg hierher. Das ist im Ja. Navi noch drin. Und nur zu. Ja. Ich komme mal vorbei, auf jeden Ja, Fall. gerne. Ja, wir Ja, bleiben das ist dabei. aber, wie gesagt, wenn du deinen Führerschein lieb hast, irgendwann muss das Auto wieder weg. Also Ja. das wird immer irrer. Ja, wir hatten mal ein Z4. Ich meine, Ja. der ist natürlich nicht zu vergleichen mit deinem jetzt, aber da hatte ich auch sehr viele Knollen. Ja. Ja. Wie gesagt, gerade bei euch unten, es ist ja noch viel verrückter mit der ganzen Sache. Hier oben ist ein plattes Land und da kannst du auch mal zwischendurch mal ein bisschen Gas geben, ohne dass du Leute gefährdest. Aber und er ist schön, ne? Er ist einfach ein schönes Auto. Ja, Autos. Wir bleiben Ich mal bei den mache mal ohne Flügeln. Werbung hier, ne? Ja, Prost. Wir bleiben mal bei den Flügeln. Star Wars Ja. oder Star Trek? Bitte? Star Wars oder Star Trek? Ja, klassisch muss ich sagen, Star Wars. Die haben damit quasi die größte Benchmark gesetzt. Auch wenn es nicht immer hochwertigste Kost ist, Star Wars. Gehört sich so. Marvel oder DC? Marvel. Marvel, ich lache ja gerne. Die anderen sind immer so ein bisschen finster und ich habe es gerade den letzten DC geguckt. Das war dieser Bird of Prey. Bitter enttäuscht. Sie versuchen es und können es aber nicht, glaube ich. Obwohl ich sie eben halt auch in der Sammlung hier stehen habe. Das muss man nämlich dazu sagen, dass der Jörn nicht nur Offroad fährt, sondern auch ein Filmliebhaber ist. Naja, hier, mein Kumpel sitzt ja neben mir, der Predator, der Predator. Ja. Nee, das ist schon. Wir sitzen hier gerade bei mir in diesem selbstgebastelten Kinoraum, was übrigens auch ein Resultat aus meinem Unfall ist, weil wenn man im Rollstuhl sitzt, macht man sich den Kopf, wie man die Tage über die Runden kriegt. Und dabei ist ein Kinobein entstanden. Mittlerweile ist es schon ganz gut gewachsen hier. Und wie gesagt, Carsten kennt es ja. Hier kann man es schon aushalten. Ja. Bleiben wir nochmal bei Marvel. Wer ist dein Lieblings-Avenger? Kann ich das auf Anhieb gar nicht sagen. Ich mache sie ja alle. Bleiben wir mal beim Kollegen Thor. Die Guardians sind schon, als Dreier-Truppe sind die schon die coolsten eigentlich. Die machen am meisten Spaß. Also vorweg der Star-Lord, das ist schon, ich glaube, der ist es. Wacken oder Rock am Ring? Wacken, Heimspiel. Also, das ist ja schon fast eine Familienveranstaltung da, Wacken. Ich Wie bin oft warst du zufällig jetzt versichert. schon? Wie oft warst du jetzt schon auf Wacken? Auf Wacken war ich noch nie. Ich war in Wacken. Auf Wacken sind nur die ganzen Spacken. Ich war in Wacken auf dem Festival und ich bin das erste Mal da gewesen. In Wacken ist eigentlich ein Motorrad-Rocker-Club. Die hatten eine Party immer mal, da sind wir hingefahren. Und wir tauften da mit Motorrädern auf und da war irgendwie eine Bühne aufgebaut, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Das war das zweite Mal, dass Wacken gelaufen ist. Und eigentlich seit der zweiten Veranstaltung bin ich mehr oder weniger regelmäßig da. Also eigentlich zwischendurch mal, wenn man im Krankenhaus liegt, lässt man es. Was war generell dein schönstes Konzerterlebnis? Gott. Im Prinzip ist das ja so eine Melange. Die
zum Beispiel, wenn wir zum Schwedenrock-Festival fahren, ist es ja eigentlich schon das Ganze drumherum. Mit den Kollegen losfahren, also wie gesagt, ich fahre im Hummer, ich wohne dann da im Hummer, wir fahren durch Schweden da oben hoch. Das ist eigentlich die ganze Anreise, das muckelige Zusammensein mit Kollegen, unter anderem Carsten, der auch mal mit dazugekommen ist, die aus allen möglichen Gegenden kommen, die man lange nicht gesehen hat. Eigentlich ist ein Konzert schon die ganze Veranstaltung mit den Kollegen, mit den Kumpels zusammen. Das ist eigentlich schon das, was am meisten reizt. Mittlerweile habe ich so viele Konzerte gesehen, dass ich auch schon gar nicht mehr gezielt zu irgendeiner Gruppe gehe, sondern wie in Wacken auch einfach nur die Gesamtbühne da gut finde. Am beeindruckendsten im Wacken in den letzten Jahren war für mich Rammstein. Also die haben eine PA aufgebaut, da flog dir der Kid aus der Brille. Ein unglaublich geiler Sound, unglaublich toller Druck und ja, das war Rammstein ist in den letzten Jahren so bisher das Beeindruckendste gewesen. Ja. Also nicht Helene Fischer. Was? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das hätte mich jetzt verwundert. Ja. Was würdest du lieber machen? Mit Lemmy Kilmister eine Runde daddeln oder mit David Bowie zu einer Space Oddity aufbrechen? Eieieiei. Ja, Leute, da habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit zu, ne? Also die Jungs haben ja beide schon den Heimweg angetreten. Wenn es dann mal so weit ist, glaube ich, ich glaube ja, wenn es das wirklich gibt, machen wir beides. Dann werde ich schön mit den Dreien bei einer Space Oddity auf irgendeinem Daddelautomaten rumklattern. Wobei Bowie ist schon klasse, die Space Oddity. Whisky oder rum? Der Reihe nach. Also anfangs war es Whisky, bin eigentlich, habe lange Jahre Whisky getrunken, mittlerweile konvertiert zum Rumtrinken. Ist wahrscheinlich auch eine Alterssache, also ein bisschen Süßeres, ein bisschen Milderes, leckerer Rum. Also zum Amboss, wenn ihr zum Amboss was Leckeres beipacken wollt, sage ich nochmal eine Sorte. Chili con carne oder Sine carne? Kommt drauf an. Also ich war mal zu einer Feier eingeladen, da waren so ein paar Vegetarier dabei und die jammerten rum, dass dann so viel Fleisch ist und die kriegten extra Essen. Das war so lecker, dass ich dann nachher weggejagt worden bin. Ansonsten, Chili con Carne ist schon eins meiner Favoritengerichte. Das wird sich auch nie wegixen lassen. Und selbst das kriegen wir ja sogar in Dosen schon von meinem Lieblingsschlachter. Du hast ja auch schon mal davon gekostet. Das ist so bis in die Mongolei mitgereist, unser legendäre Schlachter-Chili con Carne. Also da lasse ich nichts aufkommen. Danke, dass du es mit mir geteilt hast. Ja, ich habe dir sogar noch mal eine Sonderration geschickt für den Pamir, damit du da nicht alleine bist, wenn du mich schon nicht mit hast. Dann ich verhungert, der Arme. Ja. Was ist denn nochmal zu deinem Auto, also zum Hammer, der luxuriöste Gegenstand, den du da mit dabei hast? Naja, die Senseo habe ich rausgeworfen. Ich habe jetzt eine Siebträger-Kaffeemaschine drin, weil das mit dem Senseo war nicht auf Dauer auszuhalten. Also ich habe als luxuriösen Gegenstand neben meiner Truhe, die mittlerweile wieder funktioniert, eine Siebträger-Kaffeemaschine, damit man sich unterwegs auch nochmal einen kleinen Espresso oder einen Cappuccino schorten kann. Das, glaube ich, ist okay. Ja. Weißt du denn noch, welches Werkzeug du auf der Mongolei-Tour am meisten gebraucht hast? Pumpe-Wasserzangen. Ja, das war ja immer, das gab ja zwei Sachen. Einmal für alle Ausfälle die Ansage vom Willi, ich brauche mal Ring-Maus-Schlüssel. Da hatte ich ja dieses kleine Mäppchen, was man ausrollen kann, wo diese Maulschlüssel mit integrierter Ratsche drin waren. Das habe ich ja eigentlich, glaube ich, bei jeder Fahrzeugpanne, die wir hatten, als erstes rausgeholt. Und was eben halt ganz schnell geht, ist die Pumpe-Wasserzange. Da kann man ja ganz schnell mal ein paar Sachen fixen mit. Das waren, glaube ich, die Sachen, die wir am meisten in der Hand hatten. Die liegen auch ganz vorne im Hummer, im Werkzeugbedarf. Welches Offroad-Zubehör ist deiner Meinung nach das am meisten überbewertet wird? Sandbleche. Ich glaube Sandbleche. Ich hab damals mir ganz viel Kopf gemacht, wenn wir mal in die Wüste fahren, brauchen wir Sandbleche. Und ich war so ein paar Mal unterwegs und wenn wir uns noch so eingewühlt haben, wir haben nie Sandbleche verwendet, weil alle die Augen verdrehen und abwinken und sagen, oh, leck mich am Arsch, das ist eine Seilwinde. Also wir haben bisher noch nie ein Sandblech gebraucht, außer darauf bei Carsten Kaffee zu kochen. Und ich glaube, das ist überbewertet.
Okay, aber Seilwinde geht ja nur, wenn noch jemand anders dabei ist in der Wüste, sonst wird es ja, schwer. Ich bin ja ein Schisser, ich fahre nicht alleine. Haben wir nie gemacht. Nee, immer mindestens zu zweit oder zu dritt, wenn mal wirklich was passiert. Also nichts Kopfloses. Ich musste da völlig zustimmen. Ich habe meine Sandfläche, glaube ich, ein einziges Mal benutzt. Und das wäre auch ohne gegangen. Und ansonsten habe ich da immer nur aufgekocht. Genau, und die hast du auch nur benutzt, mal zu gucken, wie es geht, vermute ich mal. Ja, wahrscheinlich, ja. 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 Wenn du ganz viel Geld hättest, welches Offroad-Fahrzeug würdest du dir ja holen? Ja, noch ein Hummer. Was? Noch ein Hammer. Es gibt wirklich nichts, was mich reizt. Also ich gucke ja gelegentlich auch mal auf eurem Kanal, auf anderen, wenn Leute mit ihren Großreisemobilen losfahren und sonst was. Und ich glaube, ich habe genau das, was ich brauche. Wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich es liegen lassen. Und gut, ich würde mir vielleicht einen Schrauber für einen Hummer besorgen, der einfach alles macht und nicht mehr selber schrauben, aber ich würde nichts ändern. Also, würdest du denn am Hummer irgendwas noch optimieren? Nee, im Prinzip ist das ja so wie bei vielen Sachen. Man optimiert vor sich hin und macht und tut und sowas. Im Endeffekt ist das alles Tinnef, weil die Konstrukteure von so einem Fahrzeug haben sich schon ganz gut was bei gedacht. Und wenn ich mal so gucke, also an meinem Auto zum Beispiel, als ich ihn kaufte, waren Breitreifen drauf und Spurverbreiterung und all so ein Klingeling. Und das hat alles nur zu Problemen geführt und die Lenkung war dauernd im Dott. Und der Wagen ist das weitestgehend wieder auf Originalzustand zurückgerüstet und damit fährt er am besten. Also ich würde im Prinzip nichts optimieren. Vielleicht ein schöneres Kuschelkissen zwischendurch nochmal oder eine andere Kaffeesorte. Aber das ist dann, glaube ich, schon alles. Ja, super. Ja. Ja, wunschlos glücklich sozusagen damit. Ja, erstaunlicherweise wir haben die Frage ja vielen Leuten jetzt in den letzten Tagen gestellt und alle kommen immer darauf, dass sie eigentlich rundum zufrieden mit ihrem Auto sind, sonst hätten sie es nicht geholt. Das ist doch super. Ja. Das ist doch super. Erstaunlich. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja auch, man sagt ja, ein Hammer ist ein Freund fürs Leben, den wirst du nie wieder los. Und wenn man sich erstmal damit akklimatisiert hat und weiß, wo man drücken muss, wenn es anhält und wo die Schwachstellen sind. Wenn man diese gesamten Schwachstellen im Griff hat oder zumindest im Fokus hat, dann ist so ein Ding ja aber auch wirklich ein treuer Wegbegleiter. Also ich wüsste nicht, warum ich da irgendwie umschwenken sollte. Und nun haben wir ein paar Sachen auch schon gesehen, die ganzen Kabinenfahrer und was wir so im Urlaub mit hatten. Ich muss sagen, also bei all dem, also ihr kennt ja mein Wohnzimmer hinten im Hummer. Also gemütlich habe ich es nirgendwo gesehen. Nee, ist wirklich das Auto. Ja, und der ist ja gut rumgekommen, Mongolei, Sahara und. Genau. Ist nichts. Wie gesagt, er hilft zurzeit. Wir haben ein relativ dünnes Jahr. Ist vielleicht schon mal aufgefallen. Und im Moment hat er nichts zu tun. Hä? Ja, ihr hörtet davon, genau. Ja, wir hörten davon. Und im Moment macht er Gartenarbeit. Wie gesagt, wir haben hier ich habe ein bisschen Grundstück. Hin und wieder fällt mal ein Baum um oder es muss einer umgesägt werden, wo man mal eine Leine braucht. Dann wird er kurz an die Winde gehängt oder letztens habe ich Baumwurzeln rausgerissen, die da weg mussten. Also, oder wenn man mal ein paar schwere Anhänger zerren muss, die Nachbarn, also ein Kumpel von mir fragt eben halt, der musste seine Schlosserei umziehen, hat einen riesigen Anhänger da, da traut er mit seinem VW-Bus nicht, oder der Kupplung des VW-Buses wollte er das nicht zumuten. Für so eine Arbeiten ist er gut da im Moment, also dieses Jahr hat er eigentlich mehr oder weniger nur Arbeitseinsätze, die er natürlich auch zur Zufriedenheit erledigt. Ja, dann gucken wir mal, dass wir nächstes Jahr unsere geplanten Touren von diesem Jahr nachholen. Ja, Dass wir wieder mal ein bisschen Strecke machen. Ne? Das wäre schön, ja. Vor allen Dingen auch Strecke machen und ein bisschen warmes Wetter dabei. Ich meine, hier oben ist ja bei uns, wenn der Regen kälter wird, weiß man, das ist Winter. Und ich könnte auch schon mal wieder ein bisschen Richtung, also wir hatten ja vorgehabt, die Adria zu umreisen. Und da freue ich mich schon drauf, dass es wieder losgeht. Ja. Ja, dass Pandemie dann mal irgendwann zu Ende. Bitte? Ja, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Bitte gerne. Und noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Immer wieder gerne, ja. Und euch auch. Bleibt gesund. Auf der Basis ein Gruß an die ganze Fangemeinde. Und macht weiter so. Bis bald. Caro, genau. Wir sehen uns ja auch bald. Ja, wir sehen uns zum Mercedes fahren. Super. Bis dann. Ciao.